Herzlich willkommen zurück bei Altes Live. Wir sind jetzt hier gerade in der Zentralbank am Start. Wir sind hier Sneaky Beaky mit unseren Wagen auf Tour und die Zentralbank wird angegriffen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier vorgehen. Ein bisschen Koordination wäre jetzt erstmal nicht schlecht. Und ob die Rebellen oder die Angreifer hier schon irgendwas gerissen haben, das werden wir jetzt erfahren. Genau, und der Curry ist uns abhanden gekommen. Der ist wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Der kommt aber gleich wieder, also in dieser Folge. Ja, und erstmal vielen Dank, dass ihr hier am Start seid. Freut uns sehr, denn die Polizeifolgen machen ja unheimlich viel Spaß. Aber man weiß halt nicht, was als nächstes passiert. So, ich bin jetzt mal ruhig und wir beobachten das Ganze mal. Oh, die rütteln da am Tor. Sind die hier drinne? Alter! Keine Ahnung. Was macht denn unser... Ja, wo sind jetzt die Angreifer? Hier ist doch jetzt die Bank in der Mitte, oder nicht? Genau, die sind da jetzt drin und die Türen sind jetzt verschlossen. Okay. Aber die kommen jetzt nicht mehr raus. Ja, aber ich glaube nicht, dass alle drin sind, oder? Meint ihr nicht, dass die eher in der anderen Kuppel drin sind, weil da ist irgendwas Rotes drin? Ist da ein roter Truck vielleicht drin? Nee, das ist ein Haus, ein rotes. Okay. Oh, scheiße, die sehen aus. Kann der Hunter mal bitte, genau. Das ist aber, ist es doch schon lange. Okay, wir steigen jetzt aus hier, ne? Wo seid ihr jetzt alle? Ich stehe hier vor. Warum schließt ihr ab, Leute? Ich bin noch drin. Das ist aber, glaube ich, ein Schlüssel. Nee, ich habe alle raus aus dem Fahrzeug hier. Habt ihr da drin jemanden sehen können? Bronze, bleib bitte hinter mir. Aber die sind doch nicht alle da drin, das kann doch nicht sein. Doch, doch, die sind da drin, weil die haben jetzt das komplett bekämpft. Bronze, Heidel, bitte hinter mir. Ja, die gucken da jetzt gleich rein und versuchen da jetzt schon gleich auch zu schießen. Es gehen, die fliegen gleich die Kugeln. Okay. Dann kriegen was zu hören, wenn die schießen. Ich hab was gesehen. Wo? In der Kuppel. Okay, check. Das Gebäude ist umstellt, kommen Sie mit erhobenen raus, sagt der Polizist. Ich mach mal hier den Zaun ein bisschen lauter. Ja, ich hier schon mal rangehen. Jetzt hier das aufzumachen. Aber seid ihr sicher, dass keiner im Tower oder so ist? Nö, dann hätten die schon lange auf uns geschossen. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier ausgeht. Natürlich spannt jetzt in den ersten beiden Folgen gleich Zentralbank überhaupt. Also ich bin Strider als Schutz irgendwie. Naja, das Ding ist extrem sicher. Komm raus, Jungs, ihr habt keine Chance, ihr habt euch den falschen Tag ausgesucht. Wie gesagt, ihr könnt ja hier... Ich sehe die auch da drin, ne? Da sind auch Cops schon drin, ne? Ja. Da, wie sind die da reingekommen? Vielleicht durch den Seiteneingang. Ja, dann bitte einmal bei dem sandfarbenen Typ hier bei mir sammeln, bitte einmal. Und dann gehen wir auch mal rein. Okay. Ich habe keine Ahnung. Optimus jetzt. Hier ist alles zu. Okay, in welche Richtung müssen wir laufen? Okay, alle mit daher. Loxe, komm. Tja, Leute, jetzt gehen wir in die Bank rein. Oh mein Gott. Sind da die fiesen Scheiße. Buben drin? Warte, ich stehe nicht direkt davor der Tür. Wo ist Curry? Hinter dem Auto ist doch besser. Läuft der gerade einfach durch die Tür durch? Ja, das ist. Das ist ja gut. Iron Man, ne? Läuft durch die Tür. Nehmen Sie mal den Taser runter, hier ist niemand drin. Hier ist niemand drin. Okay. Niemand drin. Fehlalarm. Wie Fehlalarm? Fehlalarm. Ernsthaft? Weil ja, so deswegen hat keiner geschossen, weil eigentlich besetzt man die Türme. Ja, ja, das hat mich auch gerade gewundert, aber wie kommt es zum Fehlalarm? Also wie kann man das machen? Naja, da waren bestimmt welche drin, die dann auch, also alle sammeln hier den Huntern rein und dann... Okay. Tja, also spannend, wie es klingt, war es ja dann doch nicht. Schade. Ja, auf jeden Fall. Erstmal so voll einen Hammer Cut gemacht, weißt du? Ja, die Leute dachten jetzt, boah, jetzt geht's richtig radikal hier los und dann passiert das. Ja, glaub, kann man leider nichts machen. Ich glaube, gerade in den falschen Spider angestiegen. Oh, das bin ich vermutlich. Hier der Hunter, der hier ruft, da bitte einmal einsteigen. Ja. Okay, warte mal. Welcher ist das? Der hier? Der hier, genau. Und in welchem muss ich? Ja, hier, der, der die Reifen so hin und her bewegt. Okay. Gut. Hä, hey, warte mal, jetzt ich steig hier einfach mal ein. Einmal die Hände hoch. So, habt ihr jetzt, seid jetzt alle? Da ist irgendwie. Da ist jemand. Wer ist denn da? Ich geh jetzt mal dahin. Deswegen bin ich halt hier. Ja, sie sind auf dem Sperrgebiet, das können sie doch halt Notruf machen. Dafür ist das der Notruf, da. Die antworten nie. Achso, okay, der wollte Notruf betätigen, hat er gesagt. Wir fragen uns weiterhin, was mit dem Curry ist.
Ja. Der kommt nicht wieder, der ist weg. Ah, da ist er wahrscheinlich. Curry ist wieder da. Curry? Hallo. Ja, Curry, jetzt hast du den Banküberfall verpasst. Ja, macht nichts. Ihr macht das schon, Leute. Ihr macht das schon. Ihr kriegt nein, nicht. War ein Fehlalarm. Keine Sorge, du hast nichts verpasst. Was Fehlalarm? Major, steigst du ein? Fehlalarm, ja. Kannst vergessen. Achso, okay. Ganz am RHQ. Voll die Armee da angerollt, weißt du, ist doch nichts. Ja, das war wirklich jetzt von gepanzerten Fahrzeugen her, war das gerade schon eigentlich mit das Beste. Floxe, was machst du da? Was wir zu bieten haben. Kamt ihr da an und da war da niemand oder was? Naja, wir haben das Ding einmal umgestellt und unsere Kollegen sind dann sogar reingegangen und da war kein Mensch drin. Aber das war irgendwie auch merkwürdig, weißt du? Es wäre für die voll taktisch schlecht, wenn die sich jetzt einfach da reinsetzen würden. Und wissen gar nicht. Ganz kurz auch für Curry die Information. Curry, wir sind jetzt bei der zweiten Folge dieser Aufnahmesession. Wir haben einen legendären Cut gesetzt bei. Kurz nachdem du geflogen bist, aber leider ist ja nichts passiert, also damit der Curry auch mit seinen Folgen nachkommt, weil er ist ja leider geflogen. Ich glaube, du nimmst es gerade auch wieder auf, oder? Ja, jetzt nehme ich wieder auf, ich bin jetzt im Hauptmenü. Okay. Ja, super, hallo. Zweite Folge hier. Also, ja, wie gesagt, ist leider Gottes ein bisschen blöd beim Curry, was war denn los? Ja, das alte Problem, kennst du doch. Bluescreen und so. Ich glaube, ich muss echt mal an meinem PC rumfummeln, was da geht. Ja, du fummelst ja gerne an Hardware rum, ne? Ja, im HQ. Nee, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Also, Folge ist jetzt auch leider weg, aber da kannst du ja nichts machen. Das ist halt so. Ja, war ja nichts Schlimmes eigentlich. Hast ja nichts Schlimmes verpasst. Ja, ihr habt das ja schon, kontrolliert, dann passt das. Nö, den Fehleralarm haben wir gut kontrolliert. Ich meine, ich habe halt kontrolliert, ob da jemand ist. Naja. Dann würde ich sagen, bisschen fliegen schade, wir mal zurück an unseren Aufgabenort, ne? Oh, der Dan Harrison ist im Ordnungsamt. Kavala geht's ja weiter, so der Curry spawnt ist gleich wahrscheinlich wieder hier. Wenn ich wollt ihr jetzt nach Kavala fliegen könnte, oder gibt's nicht noch andere Orte sonst, wo man hingehen kann, wo vielleicht nicht so viel Chaos ist zum Beispiel? Glaubst du? Kann man bereit kaufen? Gute Frage. Also, meistens ist anders kaum was los. Ja, wir können mal nach Kavala abchecken, was da los ist. Der Curry kann leider kein Polizist gerade spielen, irgendwie, oder? Was ist da los? Ja, ist leider besetzt gerade, aber ich warte einfach mal. Was ist hier mit den Drogengebieten und so? Darf man da nicht mal vorbeigucken? Drogenhändler, meinst du? Ja, allgemein, generell. Der Maurice fitter drin als ich. So, da kommt der jetzt noch ein anderer Wagen. Warte mal kurz, da mit dem Barrett, ich geb dir jetzt gleich. Was ist denn los? Besorgt ihr gerade einen Helikopter? Ja, ich steh schon da. Ah, nice. Ah, okay. Guten Tag, Herr Optimus. Ja, würde ich sagen, fliegen wir erstmal nach Kavala zurück und nehmen erstmal unsere normale Aufgabenstruktur wieder an. Genau, das wird dann aber der Flux auch alleine machen müssen, weil ich muss jetzt unerwartet leider weg. Oh mein Gott. Ja, genau. Gut, ich wünsche dir dann allen einen schönen Abend. Jo. Viel Spaß. Ich halt. Danke. Tschüss. Bitte. Ja, ein bisschen Ordnungsamt spielen, dann können wir schon hin, den Kavala. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Dann können wir auch losfahren, wenn alle drin sind, oder? Wir brauchen eigentlich einen Helikopter, oder, Floxe? Ja, wir stehen schon hier. Ach, seid ihr das da hinten im Heli? Ach, heiliger Bimbam. Ich denke schon, wo sind die alten Schlawiner denn hin? Hallo, Dennis hier! Ja, jetzt sind wir ja einer weniger im TS, also sorry nochmal dafür, dass es ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu laut, zu viele Leute waren und so. Ist jetzt ein bisschen entspannter. Danke nochmal an den Maurice, der sich hier wirklich sehr gut eingesetzt hat, auch an die anderen Jungs hier vom Server, muss man ja nochmal ganz kurz betonen. So, wir fliegen jetzt wieder zurück nach Kavala und gucken uns das einfach mal alles da an, weil da hat man ja schon gesehen, die Leute da mit den Quads und alles, die drehen ein wenig am Rad. Ja, die, das ist ganz schön wie Action, also die Leute drehen da durch in Kavala, ich weiß nicht wieso. So. Vielleicht haben die alle was geraucht, ey. Haben wir alle im Heli? Müssten wir hier, oder? Ja, alle drin, oder? Wer fliegt den Heli? Ich. Oh, kann ich wieder aussteigen? Lass bloß nicht den Major fliegen, Alter. Ja, auf jeden Fall, wie man sieht schon, bei der Polizei hat man wirklich extrem viel zu tun, aber es ist teilweise auch sehr unübersichtlich, weil irgendwie, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, die Polizei hat auch nicht so die beste Organisation, man merkt es ja schon. Das hat alles ein bisschen zu lange gedauert, fand ich und so, aber, naja gut, ich sage vielleicht, ja, ich kann das ja nicht einschätzen, weil ich das erste Mal als Polizist spiele. Vielleicht lag das ja auch an uns. Vielleicht lag das auch. Wir haben jetzt auch nicht so die Erfahrungswerte, ne, aber... Die SEK-Teams sind da schon wesentlich organisierter, also, ja, da ist schon an Struktur drin. Glaube ich ja. Wir sind ja einfache Streifenbullen. Genau. Wahrscheinlich genauso organisiert wie der Widerstand. Der ist bestimmt auch sehr gut organisiert. Könnte ich mir vorstellen.
Kann ich mir auch durchaus vorstellen, ja. Ja, und der Widerstand, kann man ja ganz gut sagen, ich habe da so eine Nachricht bekommen, dass der Widerstand schon ein paar Drohungen gegen die Muffins ausgesprochen hat. Darf ich aber natürlich öffentlich noch nicht sagen. Ja, es bleibt also unter uns, liebe Zuschauer. Was ist denn da unten los? Guck mal. Unter uns, genau. Oh, das ist gerade... Ja. Sieht aus wie ein Unfall. Ja, aber sind schon Kollegen am Werk, ja, oder? Genau, und wir müssen jetzt ein bisschen Roleplay machen. Also wir sind ab sofort die Cops. Toto, Harry, Bronze, Major und Loxe. Ja, und naja, auf jeden Fall wollte ich nochmal ganz kurz betont haben, dass die Muffins ja bald wieder zurückkommen, liebe Leute. Und die Muffins machen ja gerade einfach nur eine Planungsphase für die Zukunft. Denn wir wollen ja gucken, wie es weitergeht. Ja, und wir wollen, wie gesagt, mal viel von dem Server zeigen, denn hier kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel erleben. Es gibt ja auch ein Jagdsystem und alles. Also es gibt noch einiges zu zeigen, liebe Leute. Und ich muss aber ganz kurz noch was sagen. Also ich bedanke mich wirklich herzlich auch bei der Community, die dann einen auch sehr viel Geld zusteckt und so weiter. Allerdings ist das hier auf dem Server so eine Sache. Wenn man jetzt so einen Betrag wie 7 Millionen oder sowas zugesteckt bekommt, dann sagen die Admins, hey, was ist denn da los? Ja, und das sieht dann aus, als ob ein Cheater uns das Geld zugesteckt hat. Deswegen wären wir euch sehr verbunden, auch wenn ihr es nett meint, uns bitte nicht unbedingt so viel Geld. Ihr könnt uns natürlich ein bisschen Geld geben, wenn ihr wollt, ja, nehmen wir gerne an. Aber bitte nicht übertreiben, weil dann ist irgendwann, ist natürlich die Inflation hier auf dem Server problematisch. Das heißt, wenn jeder so viel Geld hätte und so weiter, würde das ja auch so ein bisschen den Wert rausnehmen und so weiter. Wisst ihr ja, was ich meine. Auf jeden Fall, wie gesagt, bitte nicht allzu hohe Beträge überweisen, sonst ist das ein bisschen... Was? Wer soll anhalten? Keine Ahnung, ich hab's auch gehört, aber... Ja, und der Flox hat ja schon mal, der war ja sogar schon mal Polizeichef, so wie ich das richtig verstanden hab. Direktor. Oh. Ja. Oh, guck mal, Flox, hier wird was überfallen. Wollen wir da hinflattern? Ist das in unserer Nähe? OP14? Dürfen wir das denn? Winterstar? Ja. Kannst du mal abklären, wie das mit Tankstelle DP14 ist? Wie meinst du das? Die wird gerade überfallen, ob wir die übernehmen können. Ich habe gerade keinen Funk an. Ja, der Funk ist beim Flux gerade gestört, der ist ja unser Pilot. Ist aber auch sehr beruhigend, also, dass der Pilot keinen Funk hat. Ja, den Funk haben wir zwischenzeitlich natürlich mal ausgestellt, aber das Justen. Ist halt alles ein haltloses Durcheinander. Genau, also ist, im Funk reden natürlich alle Polizisten untereinander. Das ist so deren Kommunikationsnetzwerk. Und wenn man das nebenbei den Teamspeak noch hat. Naja. Ja, wie war es denn damals als Polizeidirektor? Was musstest du denn da so machen? Und verdammt stressig, du musst die ganzen Leute unter Kontrolle halten. Wir hatten damals zu dem Zeitpunkt um die 400 Cops, die du irgendwie ein bisschen in Zaun halten musst. Mhm. Das ist mega anstrengend, also. Glaube ich. Hattest du denn auch richtig krasse Einsätze? Was war der krasseste Einsatz als Polizist hier auf dem Server? Was irgendwie Geiselnahme oder. Doch, die Geiselnahmen, also die guten Geiselnahmen waren echt so eigentlich das Beste, was man hatte immer so. Ja. Wo dann dir Körperteile zugeschickt wurden und so als Beweis. Das sind dann richtig geile Geiselnahmen. Ja, wir haben ja auch mal eine Geiselnahme gemacht und zwar haben wir die Polizei richtig verarscht. Wir waren, wir waren ja 20 Leute oder so und haben dann die Polizei richtig hochgenommen. Weißt du noch, Curry? Wo wir dann alle abgehauen sind und so weiter. Oben, ja, da war mega gut. Da haben wir den Leuten dann keine Körperteile, sondern Muffins zugeschickt. Genau, und wir wissen, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, müssen wir eine Playlist unter dem Video gucken. Sind ja nicht so. Aber die Muffins wollen jetzt halt mal als Ordnungshüter spielen, um mal das Ganze hier so ein bisschen im Auge zu behalten. Wenn ihr da eure Arbeit macht, lege ich mich als Zivilist jetzt einfach an den Strand. So. Achso, ja, wir haben den Curry ja immer noch nicht als Polizist Curry dabei. Schon im Urlaub, ja, ihr macht das schon. Ja, wie gesagt, der Platz ist leider besetzt, aber ich denke mal... In der Zeit kann man auch schön am Strand gammeln. Ja, in der nächsten Folge wird der Curry als Officer wieder seinen Dienst antreten. Der Curry macht gerade mal eine Pause, weil der Curry ist ja so einer, wisst ihr, der hat ja bei den Muffins sehr viel. Ja, ein Halunke. Ja, ein Halunke. Ich überfall jetzt die Tankstelle und dann müsst ihr mich einfangen. Boah, was flattert denn da hinten so schnell weg? Wie weit fliegen wir denn noch, Floxe? Bis dahin sind noch 9 Kilometer. Oh. Ganzes Stück, ne? Der Major ist auch wieder von den Toten aufgestanden. Hallo Major! Ne, ich war die ganze Zeit schon da, ich höre zu. Achso. So, wo genau fliegen wir jetzt hin? Zu einem Tankstellenüberfall, das war zumindest die aktuelle Meldung. Ja. Können wir da was ausrichten mit unserer Erfahrung und Taser und so? Ja, ist schon fehlgeschlagen. Irgendwer war da schneller als wir. Das ging aber schnell, du. Dann drehen wir ab. Tankstellenüberfälle sind meistens irgendwelche kleinen Kriminellen, die keinen Plan haben. So wie wir. So wie die Muffins, oder? Das kann man ja mal machen, so, ne? Die 14 ist schon weg, Floxe? Ja, ist weg.
habe. Okay. Alter, hier ist noch ein Muffin-Mitarbeiter. Die Muffins breiten sich aus. Auf meine Facebook-Pinwand wurden auch sehr, sehr viele Bilder gepostet. Ja. Von alten Spielern. Sehr vielen Dank nochmal dafür. Ist sehr cool. So, wir flattern mal nach Kavala jetzt. Mit einem kleinen Abstecher hier. Kavala. Vielleicht treffen wir auch ein paar Muffins gleich in Kavala, wer weiß. Genau. Also ich bin am Start hier. Wir können ja mal eine Razzia im Clubhaus machen. Stimmt. Dann keiner also unser eigenes Clubhaus machen wir dann eine Razzia. Das macht Sinn, ja. Und dann genau, als Undercover-Mission für die Muffins und dann fesseln wir den Floxe. Oh ja. Was? Ja. Nix. Und dann schicken wir Körperteile, was? Ich hab letztes Mal meine Mutprobe gemacht, hallo? Ah ja, stimmt. Du musstest ja um den Wagen rennen, klar. Ja, erinnert sich einer dran? Floxe wurde ja, feierlich aufgenommen. Das war die krasseste Mutprobe, die man je machen konnte. Ja, ne? Ach komm, er erinnert mich nicht an die Session. Der arme Major, ey. Nicht an die Vergangenheit denken, das ist nicht gut für Majors Wohlbefinden. Major, du bist jetzt Officer, ja? Benimm dich auch so. Essen Donut. Oh, apropos Essen und Trinken. Ja, da achte ich mal drauf. Bei mir ist noch alles in Ordnung. Oh, ich kann zwischendurch mal was essen, das ist doch super. Also du bist nicht mehr 12 Sekunden am Marktplatz, da steht, da hörst du so, hier guckst gerade jemand. Leckeren Donut. Ja, der Winters müsste es vielleicht mal abchecken. Was denn? Wir brauchen, Curry ist kein Officer mehr. Wie? Ja, es passt. Also, Ich bin noch Officer, also wir noch gewitelistet, aber es ist belegt. Aber ich will den Herrn da jetzt auch nicht runterschubsen oder so. Ich renne hier einfach für diese Folge mal eben als Zivilist hier rum und guck, was in Kavala so abgeht. Ach, der Platz ist besetzt gerade, oder wie? Genau, ja. Immer ruhig, Winters. Ich unterhalte mich einfach. Wird Kevin wieder als Polizist zurückkehren? Wird Kevin wieder seinen Dienst bei der Polizei der Vereinigten Staaten... Oh, Hilfe, hier will mir jemand Drogen verkaufen zu allen Officern. Ja, kann der Curry doch mal fragen, wo denn? Antwort ihm doch mal. Was denn? Genau. Ach, der Curry kann es ja gar nicht, der Bronze mal nicht. Am Pier, hier, der Pier, wa? Ja, schreib ihm mal, wo denn? Mal eben. So, dann haben wir doch schon mal unseren nächsten Fall, liebe Leute hier. Bei Altes Live heißt der Polizei, ja, weißt du? Mit der Curry und der Bronze. In der Vorort von Köln, Kavala, hier am Hatschku. Hatschku. Immer ruhig da vorne. Ja, natürlich so, kann man das jetzt Play aus. Ja, genau. Der gute Junge. Vielleicht können wir ihnen ja helfen, wenn er. Was kannst du jetzt eigentlich machen? Kannst du den Helikopter jetzt einfach so einparken, also wegpacken? Nee, müssen wir gleich wieder ins Haku und dann auch Autos holen. Okay. Sonst macht das keinen Sinn. Ah, guck mal, die haben da alles schön in Reihe und Glied. Jetzt nicht so Reihe und Glied geparkt. Ja? Man hat mir gesagt, du sollst deine Marke sofort im Haku abholen. Okay, warte, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich bin gerade noch am Marktplatz. Dauert so 10 Minuten ungefähr. Okay. Ich wandere einfach mal los. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge war ein bisschen wir müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen reinfinden, ja. Aber in der nächsten Folge wird's richtig cool. Ich glaube so, ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Und wie gesagt, wenn euch die Polizeifolgen gefallen, lasst einen Daumen da und oder ein nettes Kommentar, muss ich mal wieder sagen, ne, damit wir wirklich die Resonanz daraus ziehen können, ja, weil Aufrufe besagen ja nicht alles. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, Leute, und vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich schon, wenn der Curry wieder der Officer Inspector Wurst von Wurst aller Wurstchen ist. Neben Monko. Mini-Winis. Und okay, bis zur nächsten Folge. Altes Live. Tschüss. Alles Gute, ihr Lieben. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Ciao.